Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop und natürlich auch neuer Stream. Wie gesagt, nochmal für alle jetzt. Die ganzen Videos, die zurzeit kommen, sind eigentlich immer nur Stream-Ankündigungen. Also wenn ihr beim Stream dabei sein wollt auf Twitch, einfach unten in die Videobeschreibung gehen und dann im Stream dabei sein. Aber warum geht es jetzt eigentlich gerade? Ihr seht schon, die Endzone wird angezeigt, beziehungsweise das Event. Und wir sollen 30 Minuten vorher da sein. Also merkt euch, dass wir morgen, Montag, um 7:30 schon in der Lobby sein sollen, damit quasi der berühmte Endkampf endlich beginnen kann. Und guckt euch den Skin an. Genau, er ist natürlich heute im Shop. Aber, ich sage es wieder ganz ehrlich, 2000 V-Bucks, ja, schön und gut, aber... Ja, ist jetzt in meinen Augen nicht so der Burner, aber es ist natürlich ein Event-Skin in Anführungszeichen. Von daher, schlecht ist er eigentlich nicht, aber ist halt wieder so richtige Geschmackssache. Ich denke mal, er wird ziemlich selten sein, weil der nicht oft gekauft wird. Der ist einfach so. In letzter Zeit wurden so viele Skins rausgehauen und Pakete und hast du nicht gesehen und kaum Content. Also ich glaube, die Leute sind derzeit eher ein bisschen genervt von Fortnite als irgendwie in irgendeiner Weise gehypt. So, dann haben wir noch Einsicht mit drin, Wolfsjäger ist wieder mit drin, Wolfs Caption ist natürlich mit drin, Weitschuss, der nette Hugo ist mit drin, die gute alte Punktetafel ist drin, der verrückte Adler. Bei dem Skin sieht es natürlich ganz krank aus. Dann, ihr wisst ja, wenn ihr mich unterstützen wollt, gern yt-familyhack. Dann habe ich noch eine Frage, was habt ihr euch vorgestern, was gab es vorgestern Besonderes im Shop, dass ihr so viel euch gekauft habt? Das war der Schwitzer Skin, ne? Oder? Doch, da war der hässliche Schwitzer Skin drin. Ich meine, ich darf ja nichts über die Einnahmen sagen, aber ich kann euch sagen, da haben einige zugeschlagen. Oder ihr habt halt wirklich noch die letzte Chance genutzt für die Deadpool-Geschichten. Aber da sage ich ganz ehrlich, ich persönlich finde, Deadpool ist in Fortnite durch. Man sieht kaum noch einen Deadpool überhaupt rumlaufen. Und von daher ist das Thema eigentlich durch. So, wenn du Bock hast auf Custom Games, gern bei mir im Stream vorbeigucken. Wir hatten gestern schon eine Runde Duo mit insgesamt 50 Teilnehmern. Also ich würde behaupten, unsere Custom Games werden langsam immer interessanter. Wir haben viele neue, gute Spiele dabei. Also, wenn du Bock hast, guck einfach im Stream vorbei. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.